Am 16. Juni 2004, da haben zwei Jugendliche in einer kleinen Stadt in Brandenburg einen Obdachlosen getötet. Ein spektakulärer, ein brutaler Fall, der für Schlagzeilen republikweit gesorgt hat. Jetzt kommt ein Spielfilm ins Kino, Weltstadt heißt er. Und dieser Film, er schaut auf das Leben in der Stadt, aber hinter der Horrormeldung. Beeskow, ein kleiner Ort in Brandenburg, ein idyllischer Ort. 2004 geschieht hier ein schreckliches Verbrechen. Beeskow ist auch die Heimatstadt von Christian Klant. Er studiert Regie und erzählt von diesem Verbrechen. Es ist die Geschichte von Carsten und Till. Der eine arbeitslos, der andere hat gerade seine Lehre geschmissen. Zwei junge Männer, die am Abend einen wehrlosen Obdachlosen überfallen und anzünden werden. Der Obdachlose überlebt den Anschlag schwer verletzt. Klant kennt den Mann und einen der Täter persönlich. Der Film über diese Tat ist sein Kinodebüt. Man hört ja leider in Deutschland oder auch überall immer von diesen schrecklichen Taten. Da hat sich ein Mann erschossen und vorher die zwei Kinder und die Frau oder irgendwelche Amokläufe hier. Und das sind alles wahnsinnig schreckliche Taten, aber die sind irgendwie immer ganz weit weg. So ein bisschen auch, nur die sind so lange weit weg, bis es eben einem selber passiert. Und es ist hier passiert, die Geschichte und diese Tat, und es betraf mich irgendwie selbst. Klant zeigt nicht nur die Täter, sondern er durchleuchtet ihr Umfeld. Episodenhaft verwebt der Film die Geschichten von insgesamt 5 Beeskowern. Es entsteht ein Porträt der Stadt und ihrer Bewohner. Die Sorgen und Ängste der Menschen, sie ähneln sich. Heinrich muss seinen Imbiss aufgeben und Arbeitslosigkeit ist auch ein großes Thema von Tills Freundin Steffi. Hier willst du bleiben, ja? Nee, will ich nicht, hab ich nie gesagt. Ja, dann bewirb dich einfach mal woanders. Jenny hat jetzt auch was gekriegt in Hamm. Hamm? Wo ist denn das Hamm? Im Obdachlosenheim muss Carsten Sozialstunden leisten, denn er ist vorbestraft. Darauf habe ich gewartet. Scheiß hier selber zu. Ja. Fickt euch doch, fickt euch doch! Ich muss überlegen, welche Haltung beziehe ich natürlich. Klage ich Beeskow an oder verteidige ich Beeskow? Ich liebe Beeskow und ich möchte keinen Anti-Beeskow-Film machen. Aber es ist ein Problem, es ist hier etwas passiert und ich hatte diesen Anspruch gehabt, dass die Leute sich damit beschäftigen. Aber trotzdem war ich eben sehr, sehr lange auf der Suche nach einem Grund und habe ihn nicht gefunden. Klant versucht nicht zu erklären, warum die Tat geschieht. Er stellt dar, ohne zu werten, aber auch ohne einen Ausweg aufzuzeigen. Der Film von Christian Klant ist mehr als ein Kleinstadtdrama. Er ist eine Parabel auf die Verrohung der Gesellschaft. Es sind erschütternde Bilder, die er uns zeigt. Roh, brutal und unmenschlich. Wer ist schuldig? Wer ist Opfer? Diese Frage lässt der Film offen. Du musstest jetzt, was du machen wolltest, und fährst nach Berlin. Ich hab Angst. Weltstadt ist ein verstörender, manchmal sogar anstrengender Film, denn er verzichtet auf das allzu dramatische Erzählen. Stattdessen beobachtet er sehr genau das soziale Umfeld in dieser Kleinstadt. Er zeigt in ruhigen Bildern, wie das Gemisch aus Hoffnungslosigkeit und Aggression plötzlich explodiert. 4 Sterne für Weltstadt.